Der japanische Wissenschaftler Kazutsu Nishi, Schöpfer eines der wirksamsten Gesundheitssysteme, behauptet, dass man durch einen Blick in die Wohnung einer Person nicht nur den Charakter, die Gewohnheiten und die Gedanken der dort lebenden Menschen bestimmen kann, sondern auch den Gesundheitszustand der Familienmitglieder und die Dauer ihres Lebens kennt. Nishi hat sein eigenes Gesundheitssystem entwickelt. Es besteht aus Empfehlungen, was man essen, worauf man schlafen und welche Übungen man machen sollte, um die Gesundheit zu erhalten und zu fördern. In seinen Arbeiten macht der Wissenschaftler auf einen weiteren wichtigen Faktor aufmerksam, der sich auf unsere Lebensqualität und Gesundheit auswirkt. Das ist die Wahl der Wohnung und deren Gestaltung. Und hier hat Nishi nichts erfunden. Er empfahl seinen Anhängern, sich an den Regeln zu orientieren, die von den Japanern seit Hunderten von Jahren angewendet werden. Betrachten wir die erste Regel, die Wahl des Wohnsitzes. In Japan wird der Wahl des Wohnorts stets große Bedeutung beigemessen und so bezieht sich die erste Empfehlung von Nishi auf genau diesen Punkt. Wenn ein Mensch an einem wohltuenden Ort wohnt, wird es ihm leichter fallen, Langlebigkeit und Wohlstand zu erreichen, so der Wissenschaftler. Solche Orte gibt es in jeder Stadt, in jeder Siedlung. Wie kann man sie erkennen? Laut Nishi werden die Menschen an wohltuenden Orten weniger krank und leben länger. Es gibt weniger negative Vorfälle. Es ist ein Fall bekannt, in dem einige Einwohner eines Ortes häufig krank waren und ihr Leben kurz war, während die übrigen Einwohner sich durch gute Gesundheit auszeichneten und länger lebten. Später stellte sich heraus, dass unter den Häusern derjenigen Bewohner, die häufiger gesundheitliche Probleme hatten, ein unterirdischer Fluss verlief, aus dem giftige Gase aufstiegen und sich im Boden sammelten. Dies wirkte sich negativ auf die Bewohner der Häuser aus. Ein solches Beispiel wurde von Nishi angeführt. Nishi empfahl auch, bei der Wahl des Wohnorts auf die Bäume zu achten, die in der Umgebung wachsen. Wenn die Bäume in der Nähe der Wohnung gerade wachsen und gesundes Laub haben, bedeutet dies, dass der Ort für einen Menschen wohltuend ist. Sind die Bäume schief, krumm oder absterbend oder wachsen sie gar nicht in der Gegend, dann ist der Ort nicht zum Wohnen geeignet. Außerdem ist es besser, ein Haus zu wählen, das an einem erhöhten Ort gebaut wird, als in einem niedrig gelegenen Gebiet. Ihr Haus sollte mindestens 6 Stunden pro Tag dem Sonnenlicht ausgesetzt sein. Sonnenlicht ist für die Gesundheit so wichtig, dass die Gerichte in Japan fast immer den Anwohnern Recht geben, die ein Verbot für ein Haus fordern, das anderen Anwohnern die Sonne verwehrt. So Nishi. Die zweite Regel betrifft die Wahl der Materialien für ein Haus. Ein Haus sollte aus natürlichen Materialien gebaut werden, so Nishi. Wenn man sich in einem Haus aus Betonwänden niederlässt, ist es besser, die Wände mit Holz zu verkleiden oder die Räume mit Möbeln aus natürlichen Materialien einzurichten. Die dritte Regel betrifft die Anordnung der Innenräume. Die alten Weisen sagten, dass das Wertvollste im Haus die Leere ist. Alle Gegenstände im Raum sollten durch ihr Aussehen den Raum unterstützen, ohne ein Gefühl von Enge und Unordnung zu erzeugen. Wenn es im Haus nicht genug Platz gibt, dann ist der Mensch reizbar und seine Stimmung verschlechtert sich ohne Grund. In einem solchen Fall sollte man daran denken, den leeren Raum im Haus zu vergrößern. Man kann den Tisch, die Stühle und das Bett klappbar machen und sie wegstellen, wenn man sie nicht braucht. Es ist sehr wichtig, dass die Umgebung im Haus eine positive Wirkung auf den emotionalen Zustand hat. Schmücken Sie es daher mit Bildern, die malerische Landschaften darstellen, Vasen und dekorativen Gegenständen. Die Wohnung gewinnt sofort an Gemütlichkeit und die Menschen fühlen sich inmitten von Schönheit geschützt. Heben Sie Ihre Stimmung, indem Sie frische Blumen in Ihrer Wohnung aufstellen. Nishi Kazuso vertrat die Ansicht, dass die Gesundheit nur durch die Schaffung eines harmonischen Raums in der Wohnung erhalten werden kann. Um gesund zu bleiben, muss man besonders darauf achten, dass die Gesundheit nur erhalten werden kann, wenn man einen harmonischen Raum in seinem Zuhause schafft. Um gesund zu bleiben, sollten Sie besonders auf die Höhe der Möbelstücke achten.
wenn sie zum Beispiel ständig auf einem Tisch schneiden und kochen müssen, der 86 cm hoch ist, werden sie mit der Zeit Rückenschmerzen und eine eingeschränkte Beweglichkeit der Halswirbelsäule bekommen. Daher sollte die optimale Höhe des Tisches zum Kochen laut Nishi 96 cm betragen. Dabei ist es wichtig, die individuellen Eigenschaften jeder Person zu berücksichtigen. Die vierte Regel: Beeinflusst die Ordnung im Haus. Wie bereits erwähnt, kann die Atmosphäre im Haus viel über seinen Besitzer aussagen. So zeigt Unordnung im Haus, in der Küche und in den Schränken an, dass der Körper der Menschen, die darin leben, geschwächt ist. Dies ist ein Signal, dass sie auf ihre Gesundheit achten müssen, sich ausruhen, Übungen machen, die den Körper stärken. Nach Ansicht des Wissenschaftlers wirkt sich der Mangel an Ordnung im Haus auf das allgemeine Wohlbefinden aus und bringt Probleme im Geschäftsleben mit sich. Damit es leichter wird, ihr Haus in Ordnung zu halten, müssen sie sich rechtzeitig von unnötigen Dingen trennen. Nachdem sie ihrem Körper eine Pause gegönnt haben, sollten sie sich vornehmen, so viel Arbeit wie möglich zu erledigen, um ihr Haus in Ordnung zu bringen. Diese Tätigkeit sollte sie nicht ermüden. Versprechen sie sich zum Beispiel, dass sie heute Abend nur in einem Küchenregal Ordnung schaffen und morgen das andere aufräumen. Auf diese Weise werden sie ihr Haus nach und nach in Ordnung bringen. Warum ist Ordnung im Haus so wichtig? Meine Großmutter pflegte zu sagen, dass wenn Ordnung in deinem Kleiderschrank herrscht, auch Ordnung in deinen Angelegenheiten herrschen wird, erklärt Katsuzo Nishi. Zunächst hielt Nishi diese Worte seiner Großmutter für ein Märchen, doch später war er überzeugt, dass sie einen Sinn haben. Der Wissenschaftler bemerkte, dass er, wenn er müde war, aufhörte, die Ordnung im Haus zu beachten. Wenn es Unordnung gab, gab es auch Probleme im Geschäft. Es stellte sich heraus, dass die Umgebung im Haus die Arbeitsstimmung des Wissenschaftlers beeinflusste. Als Nishi seinem Körper eine Pause gönnte und das Haus in Ordnung brachte, bemerkte er, dass es ihm leichter fiel, im Geschäft Ordnung zu halten. Um sich rechtzeitig von unnötigen Dingen zu trennen, empfahl Nishikatsu, wöchentlich ein paar Dinge auszusuchen, die man mehrere Jahre lang nicht benutzt. Für diese Dinge kann man eine neue Verwendung finden oder sie verschenken. Unnötige Dinge sollten einfach weggeworfen werden. Es gibt noch ein weiteres wichtiges Detail. Zerbrochenes Geschirr sollte entsorgt werden. Es verdirbt Ihnen die Laune und die Gesundheit. Essen Sie nur von schönem Geschirr. Wenn Ihr Haus leer ist, aber auf dem Tisch eine schöne Schüssel steht, sagt man in Japan über Sie, das Haus ist voll. Das wird durch Vererbung weitergegeben. Die Schönheit des Geschirrs ist noch angenehmer zu bewundern, wenn man weiß, dass es einst von der Urgroßmutter gekauft wurde. Umgeben Sie sich zu Hause mit frischen Blumen, bewundern Sie sie und heben Sie Ihre Stimmung. In der Küche sind zum Beispiel Chlorophyten, die Schadstoffe absorbieren und die Luft reinigen, sehr nützlich. Schaffen Sie in Ihrem Zuhause einen harmonischen Raum, der zur Erhaltung Ihrer Gesundheit und zu einem langen, glücklichen Leben beiträgt, so Katsuzo Nishi. Hast du heute etwas Neues und Nützliches für dich gelernt? Beschreibe deine Eindrücke in den Kommentaren. Teile dieses Video mit deiner Familie und Freunden.